Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von Need for Speed Most Wanted. Wir sind jetzt in der Tempojagd. Nicht dein Ernst. 160? Oh. Wird schon schnauzevoll. Digga, das mit dem Gegendings war mit Absicht, Digga. Ich soll da reinfahren. Warte mal. 160, das kriegen wir nochmal hochgeschissen. Komm, drück doch 150 über. Ach, Digga, ja, jetzt ist ganz sauber. Ja, ist ja klar. Nein! Ich bin die ganze Zeit verarscht, die ganze Zeit. Doch aus dem Weg, du Arschloch. Na klar, Digga. Hauptsache, sie kann mich runterdrücken. Sieht so aus, als hätte ich einen Unfall gemacht. Toll, Digga. Als ob der nicht über 160 drückt. Na komm, drück 160, drück. Ja. Ein Unfall bauen. Scheiß NPCs, verpisst euch. Yes. So geht das. Hurensöhne. Geht doch. Geht doch. Lass mal Lack wechseln. Auch nicht schon wieder hinfahren. Kenn ich noch, das ist doch. Meine Fresse. So, so dämlich, Alter. Jetzt kann ich wieder mit dem Scheiß zum Arsch der Welt fahren, Digga. Ach, Digga, wer hat sich denn das so ausgedacht, Alter? Von Arsch der Welt zum Arsch der Welt. Jetzt bleib ich hängen, Digga. Was ist hinter mir ein Scheißbolle? Die Familienkutsche kann nicht schneller.
Du hast dich den Bullen nach vorne, achso. Komm, willst. Ja, oh, die ist schon schnell jetzt. Also das wäre ein tödlicher Unfall. Allein das, wie es aussieht. So wäre das Auto niemals gewesen, Digga. Das wäre zerdrückt gewesen, wie eine Sardellenbüchse der Geschwindigkeit, wie ich gefahren bin. Der Fahrer und alle Insassen wären tot, 100%. Und der, in den du vorne reingefahren bist, hinten, also hinten quasi reingefahren ist, der kann, wenn hinten keine Fahrer drin sind, könnte er das vielleicht überleben. Aber nur vielleicht. Und auch nur, wenn er genug Knautschzone hat. Wenn er auch so einen scheiß Mini hat, dann ist es unmöglich. Dann stirbt er auch. Habe hier einen Radar, möglicher Street Racer. Verfolge ihn. 10-4. Habt ihr für die Beschreibung... Ah, klasse, 8 Kilometer vom Ziel kommen die mir so. Was hat denn der vorgehabt, Digga? Zentrale, wir fahren nach Osten. Richtung Osten. Jetzt hängen die mir am Arsch. Digga, jetzt kommt diese lange Autobahn, die hin und her geht. Ganz lange. Ja, Digga. Herzlichen Glückwunsch. Ich kenne die Rennen hier, diese Scheiße hier. Die habe ich schon mal auf Tempojagd gehabt. Bullen abhängen. Genau auf dieser blöden Bahn, Digga. Der Bulle klebt mir am Arsch, der will ich, den werde ich nicht mehr los. Warte mal. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Pass auf, wir machen jetzt den hier. Zentrale, informiert alle Einheiten, dass der Verdächtige auf Vollkontakt geht. 10-6 für aktualisierte Beschreibung. So, wir machen jetzt den hier und schalten die einfach aus. Pass auf. Verdächtiger kann ich weg, nehmen wir ihn fest. So, die sind nur zu zweit, also mache ich es anders. Zentrale, wir fahren in Richtung Osten. Jetzt Vollgas. Geänderte Verdächtigenbeschreibung. Verstanden. Die Familienkutsche kommt nicht mehr als 200. Na bitte, Update. Warte. Bisschen Jack Sparrow spielen, ne? Damit haben die nicht gerechnet gerade. Ach nein! Und was ist ein Weg? Ein scheiß NPC. In die Richtung gibt's auch so eine Tempojagd. Keine Ahnung, wie viel Sachen momentan. Das ist echt nervig, diese Bahn. Teilweise haben sich sogar die Bullen einfach in die eine Seite gedrückt, Digga. Die sind gegengefackt, also die sind gespawnt teilweise. Sechs Bulle. Ich war schon draußen, du Hurensohn. Ich war schon draußen, du Hurensohn. Der
hab mich schon mal den Tod gekostet da, diese scheiß Rampe. Nein, im Gegenverkehr ist nicht gut zu fahren bei Bullen. Verpisst euch doch einfach, Mann! Ihr könnt heulen, verpisst euch doch einfach! Muss man denn so nerven, Mann? Denkt ihr mich schon wieder am Arsch? Bitte, wenn ich den jetzt ausschalte hier, komm den nicht weiter. Was ein Dreck hast du, du Vollidiot. Mich verarschen, Alter. Vergaß. Scheiß Straßensperre. Davor war sie nicht da. Sowas zum Dreckig. Verstanden. Fortschritte melden. Einheit verloren. Schickt uns Hilfe her. Richtige Fahrt. Endlich wieder raus. Ich brauche Hilfe, um den Typen zu finden. Alle Einheiten im Gebiet. Sichtung des gesuchten Verdächtigen melden. Standardsuche einleiten. Over. Der Einsatzleiter, Ihre an letzte Position zurück. Andere Einheiten koordinieren Suche von dort. Achtung, Verstärkungseinheiten werden versuchen umgeleitet. Cool, Digga. Einmal der BAM gefolgt, natürlich. Muss ich schon wieder einen ganzen loswerden. Ach komm, Digga, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Jetzt bin ich raus. Perfekt. Danke. Du bist einfach nur genervt. Selbst Bullen nerven dich mittlerweile dazwischen, wenn du irgendwo hin willst. Warum muss man mir in so eine scheiß Bahn geben? Warum, Digga? Warum muss man mir so eine behinderte Bahn geben? Und noch Drift Attack. Ach nee. Ach nee. Wie Kaffee habe ich nicht, um das Ganze zu vergessen heute, ehrlich wahr. Jetzt kann ich zeigen, was ich driften kann hier. Sagen wir mal, wie viel muss ich eigentlich durchfahren? Ach ja, kann man gleich mal empfangen hier. 4500, okay. Schon arg viel. Wie viel kannst du dann irgendwann rausfahren am Ende mit zwei Riesen? Hatte ich auch schon. Thank you.
zu fahren, hör auf zu fahren. Digga, die haben mir nicht mehr gegönnt als 190. Was sind das für Assis? Und 1200. Warte, wenn ich den jetzt richtig mache, gut, dann könnte ich es schaffen. Ja, natürlich, verkackis. Ja, natürlich. Immer ist irgendwas. Dumme Kara, du musst durch die Ringe. Okay, gar nicht mal schlecht gewesen. Okay. Au. Oh, 1,8, geht doch. Coole Sache, Digga. Der Charakter kann man driften, habe ich doch gesagt. Bestimmt nächstes Rennen wieder am Arsch der Welt, Digga, und 100 Jahre fahren. Ja, assi. Damit ich wieder Bullen zwischendurch bekomme, weil die mich abfacken können. Ja, Digga, Alter, das meiste hat eh aus Fahren bestanden, Digga. Und zwar zum Punkten und nicht zum Rennen. Das ist so scheiße, Digga. Das haben die so bescheuert gemacht in dem Spiel, dass ich dahin fahren muss, um dieses Spiel zu spielen. Meine Fresse, Digga. Was interessiert mich das Ganze, Digga? Lass mich doch einfach direkt fahren, Mann. Wenn ich hinfahren wollen würde, hätte ich das eingestellt. Meine Fresse, echt? Bescheuert. Und dann noch 100.000 Jahre. Auf 5 Minuten dahinter zu fahren, das ist doch zum Kotzen, Mann. Rechtsbolle. Noch 10 Kilometer, Digga. Der kam doch aus dem Nix, der Bulle. Willst du mich verarschen? So dämlich, Digga. Die ist doch mindestens 20 Kilometer lang, diese Autobahn.
Man hört richtig, wie der Wagen schaltet. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool, wie der Wagen schaltet. Das finde ich cool. Man hört schon, er ist auf Max. Er ist im 7. oder 6. Gang und auf Max. Hört ihr das? Hört richtig die Autos dabei rauschen. Oh nein. Cool. Nein. Wenn ich ihn sehe, Alter, dann... Ja, der Bulle hat das jetzt provoziert. Warte. Der Bulle hat den anderen... Der Bulle hat jetzt provoziert, mich nochmal zu treffen. Wenn ich ihn getroffen hätte, hätte ich wieder einen Stern bekommen. Ey, das ist doch hinterfotzigt, das Game. Digga, diese Fahrt nervt mich. Ein Vollidiot hat sich gedacht, yo, also wir müsst auf jeden Fall dahin fahren. 10 Kilometer. Also bescheuert, Digga, echt. Nicht das. Na gut, dann seht ihr aber alles in der nächsten Folge in Most Wanted. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ja? Bis dann. Ciao.